wenn mir klar ist, dass die gesamte Biosphäre die Grenze meines Ichs ist, dann tue ich es nicht für irgendetwas, für etwas, was getrennt ist von mir, für ein Objekt, sondern ich tue es für mich. Wenn ich in dieser Verbindung lebe oder zurückfinde und das Bewusstsein dafür halte und habe und aus diesem Bewusstsein heraus jede meiner unternehmerischen Entscheidungen und auch privaten Entscheidungen treffe, dann bin ich in der Kreislaufwirtschaft. Vielleicht ist eines Tages ein Lehrer in der Lage zu sagen, Circular Economy is sexy. Wir können versuchen, Zukunft vorherzusagen durch Extrapolation. Das ist bedeutend schwieriger und vager, als sie einfach zu gestalten. Because if there's one thing I learned in the 15 years that I am now working for Interface, this is going to be a never-ending journey. Sind wir nicht genau da, wo wir jetzt in eine ganz neue Logik hinein müssen und wo sich die Spielregeln und Gesetze eigentlich so verändern, dass wir das Alte nicht mehr optimieren müssen und was ganz Neues brauchen? Vor allem habe ich für mich mitgenommen, wie soll ich sagen, jetzt noch mit einer anderen Radikalität, diese Themen nochmal anzugehen. Es gibt ja viele Wenn und Abers und immer der Blick auf die Machbarkeit, der kommt dann sehr schnell immer in den Sinn. Mein eigentlicher Klient, ja, ist das alte Denken, das immer in derselben Box ist. Bei mir geht das nicht, weil, und das geht nicht so, weil, und. Nur diese Themen mal wirklich wegzuschieben und zu sagen, was wäre jetzt eigentlich richtig, radikal richtig, um dann darauf vertrauen, dass Lösungen entstehen werden. Und gerade auch der Moment, von der Zukunft jetzt in die Gegenwart zu denken. Wir sind alle so verhaftet von der Vergangenheit, von Konditionierung, Glaubenssätzen, inneren Antreibern. Wir müssen, wenn wir uns mit den Themen beschäftigen, mit ganz anderen Menschen sprechen. Wir müssen mit neuen Menschen sprechen, talk to other people, nicht immer mit den gleichen Experten, mit den gleichen Denkern, weil dann kriegen wir das nicht weg, wo wir stehen. Mein Impuls ist wirklich, lasst uns die Zukunft beschreiben, definieren, ausarbeiten und dann überlegen, wie wir aus dieser Zukunft als Vordenker, als Visionäre in die Gegenwart zurückkommen und dabei möglichst effizient die Themen, die wir im Transfer, im Übergang bewältigen müssen, Ernährung, Mobilität, Leben, Arbeiten, Wohnen, Soziales, Konflikte, Nationen, Politik, Religion, wie wir die möglichst klug mit diesem Bild der Zukunft auflösen.